Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Imperial Galactica Survivor und wir haben wieder ein HM-Schiffchen hier. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir hier reinkommen oder nicht. J. So. Okay, hier können wir nicht drauf zugreifen. Rampe kann ich auch nicht. Ich konnte sie aufmachen, aber ich kann sie nicht zumachen. Sehr interessant, sehr interessant. So, auf die Maus. Sia hab Aguk. Ah, hier können wir aufmachen. Frachtbox können wir nicht drauf zugreifen. Okay. Sitz des Kapitäns, Reparaturstation. Okay. Eigentlich. Ach nee, wir müssen ja die hier nehmen. Oh no! Okay, Riesenhanger. Ja, wir wollten eigentlich, hatte Homer gesagt, dass er für mich hier irgendwo was deponiert hat, depositioniert hat. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir das... Oh, der mit seinem... außer Atem hier immer. Kann ich zugreifen, kann ich zugreifen? Ja, Homer, das wäre ja gut, wenn du eine Box unten hingemacht hättest, da wo ich drauf zugreifen kann. Kann nicht drauf zugreifen, kann nicht drauf zugreifen. Ja, schön. Kann nicht drauf zugreifen. Homer, was ist hier los? Ja, mir große Versprechen hier machen, dass ich den Leuten hier alles zeigen kann. So. Nö. Oma. Hier kann ich auf nichts zugreifen. Aber gut, ist nicht so schlimm. Wir wollten ja eh uns ein bisschen Promethium holen. Guck nochmal. Nö, ist keine andere Fachbox da und auf die kann ich auch nicht zugreifen. Na gut. Dann eben nicht. Und da kann ich auch nicht drauf zugreifen. Gut, wir brauchen Futter. Oh, jetzt kann der schon wieder nicht mehr. Also das hier mit dem außer Atem, das ist wirklich ein bisschen extrem unnötig, finde ich. Extrem unnötig. So, aber bevor wir loslegen, ich muss mir noch ein bisschen Hapatipapa mitnehmen. Ah, das. Schnell laufen geht nicht. Ja, warum zückt denn jetzt die Waffe? So, aber wir werden jetzt erstmal nicht abernten, sondern nur uns erstmal hier ein paar Sachen zur Gemüte ziehen. So, die hier rein. Gewürz. Oh. Oh. Was? Okay, Pflanzenfaser nicht. Warum ist denn hier alles? Okay, das nicht. Schotter, Dr. Pille. Wasser ist okay. Sekt ist okay. Energy ist okay. Das ist ja merkwürdig. Ja, also brauchen wir das doch irgendwann.
dann müssen wir das alles neu machen, neu abwerten. Keine Ahnung, was da schon wieder für ein Bug von Eleon produziert wurde. Gut, aber wir wollten ja... Alter, dieses Unwetter. Wir wollten ja zum Prometheum. Wir haben gesehen, das Prometheum ist da 8 Kilometer weit weg. Das heißt, er ist schon wieder außer Puste. So. P. Auffüllen. Geräte. Treibstofftank. Cockpitkern. Kühlschrank. Okay, das Zeug da erstmal rein. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Energie. Energie kriegen wir von da. Ja, das ist ja auch alles noch gar nicht fertig. Ich weiß gar nicht, was wir da, wie wir das am dümmsten alles machen. Tschung. Meine geheime Eingangstür hier. Ich weiß also nicht allerdings, welcher Weg schneller gewesen wäre. Hier Kasten. Haben wir denn mal ein paar Energiezellen? Haben wir. Nein! Okay. Scheibendreck. Oh, was ist denn das? Ach, jetzt weiß ich auch, wo mein Bohrer ist. Der ist ja auch durchgeglitscht. Super. Okay, ich muss mal hier irgendwie gucken, einen Weg finden, wie ich hier wieder reinkomme. Also zu Fuß meine Basis erklimmen, ja. Seid gewarnt, liebe Freunde. Das ist nämlich nicht möglich. Das scheint an schier ungrenzenden Möglichkeiten. Zumal man dann ja auch dort abgeballert wird. Ach ja. Also über die Basis rennen bringt nichts. Am besten immer mit einem Fahrzeug machen. So, aber wir werden hier unser Jetpack ein bisschen vergewaltigen. Da hat auch einer gefuscht. Mit der Unterbaukonstruktion. Ja, warum ist man noch so doof und baut auf dem Berg? Einfach ein flaches Tal nehmen. Da kann man schön sich hochbauen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. So. P. Dann Hauptbereich. Auffüllen. Auffüllen. An. Ja, wir schweben einfach mal jetzt hier so rüber. Bringt ja sonst hier auch keine Punkte. Ist die Frage, da kommen wir nicht mal durch. 7 Kilometer bis zum geliebten Prometheum. So, und ich hoffe... Ah ja, hier unten ist ja auch noch das Wasser. Ich hoffe, dass wir nicht im Wasser ersticken. Okay. Das ging einigermaßen, Gott sei Dank. Ich habe echt Angst. Wenn er jetzt einen kleinen Rüttler kriegt, sind wir am Arschi. Unter Wasser, kein Sauerstoff. Das ist aber ziemlich dunkel hier, ne? Okay. Das ging schon mal. Aber hier ist so viel bewaldetes Gebiet. Muss aber doch hier ein bisschen
Dings frei. Warum ist hier eigentlich so viel Wasser? Krabusch, da ist wieder ein Meteorit eingeschlagen. So, wir haben noch 4,5 Kilometer vor uns. Mit einer Geschwindigkeit von 39 Metern pro Sekunde dampfen wir hier mit unserem Hoover-Spinnenboard. Übers Wasser. Oh, und diese Rüttler meinte ich. Wenn er da, wenn der uns da nicht gemach ist, geht's zack ab ins Wasser und das war's mit unserer Spinne. Wahrscheinlich auch mit unserem Leben auch. So, 3 Kilometer. Ich muss sagen, ich habe ja beim letzten Mal habe ich ja musste ich ja drauf sprechen, weil er den Sound nicht mitgenommen hat. Heute habe ich 10 Mal kontrolliert, obwohl einige von euch gesagt haben, dass es mal ganz witzig war, sich selbst nachzusynchronisieren. Was aber auch schwierig war. Vor allem, weil man dann die Fehler hatte. Man hatte ja Zeit zuzugucken. Wenn man im Spiel ist. Ich hätte außenrum fliegen sollen, Olli. Warum fliegst du nicht außenrum? Wenn man im Spiel ist, dann merkt man das gar nicht so. Oh, Kacke hier. Und irgendwo ist wahrscheinlich gleich eine Basis, die mich abballern will. So, Promethium. Ja, ist ja gut. Da brauchst du nicht rumdröseln. Weil mir gerade einfällt, meine Eier sind ja dann auch nicht mehr da, ne? Ich habe keine Eier mehr. Wie geht's euch denn so, wenn ihr Eier braucht und keine Eier mehr habt? Müsst ihr euch welche holen. Also ich glaube, wir müssen wieder ein paar Saurier legen. Aber nicht mit der Hand. Ja, mit der Hand mache ich es mir nicht mehr. Dafür gibt's Maschinen. So, Promis. Also, so geil die Spinne auch ist, ja, aber so unflexibel ist die auch. Holla die Waldfee. Überall wird hier angeditscht, ja. Bin mal gespannt, wenn sie Kontaktschaden hier einfügen. Denn sehen hier so manche ganz schön alt aus, ja. So, und dann wurde mir gesagt, ja, Olli, du musst mit dem Schiff auf den das geht ja gar nicht. Hier wurde mir gesagt, ich soll auf soll das Ding so in Beschlag nehmen? Nee. Nee, das geht ja nicht. Ja, dann machen wir es halt so. Dann können wir das jetzt auch nicht ändern. Ja, oder habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Wo sind denn unsere Spinnenbauer, die das Ding entworfen haben? Nee, das geht ja nicht. So wie ich mir das vorstelle, geht das ja nicht. Ja, es müsste noch irgendwie die Möglichkeit geben, so eine Dinge einfach mal noch irgendwie größer abzubauen. Ich meine, ich habe ja jetzt hier, wie viel? 6 sind hier dran? Ja, müssen wir weg hier. Ja, 6 sind hier dran, ne? Also es geht schon ganz nett.
Oder geht das nur nicht, weil da das Schild ist? Das kann natürlich auch sein. Aber wenn ich dieses Krrrr schon wieder höre, ja. So ein Dino ist da vorne. Ja. Und nu? Ich hab doch immer was essen. Was war denn das schon wieder für ein Bug? Wo ist denn der Asteroid hin? Der Meteorit? Ist der durch die Erde geplumpst oder was? Das ist natürlich nicht so schön. Okay, wir probieren das mal nochmal. Okay, gucken wir mal, was jetzt passiert. Na, ja, da schießt er. Na doch, jetzt. Ich würde sagen, da schießt er aber auch drüber. Ja, doch, so sieht es ganz richtig aus. Aber nur, dass mein Bummeldingsel einfach mal gerade despawned ist. Ja, eventuell stört das LCD. Das kann sein, dass das LCD, was da angebracht worden ist, habe ich. Keine Ahnung, warum das hier gerade. Ach ja. So, jetzt muss das Ding wieder rumdrehen. Außenperspektive. Er schrumpft jetzt relativ schnell. Doch, so könnte das funktionieren. Das sieht doch neckisch hier aus. Genau. Meteorit gesichtet. Wir brauchen Promethium, nachdem mein Prometheum-Lager Meteorit gerade weggespawnt ist.
Ach man, dieses Spiel manchmal, aber ja manchmal. So, aber da Homer jetzt gerade auf den Server gejoint ist, wenn wir jetzt doch erstmal zur Basis wieder fliegen oder schweben. So, was haben wir hier? Magnesium. Hier ist so eine schöne freie Fläche. Da hätten wir ganz entspannt bauen können. So. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es hier mit dem Ding hier auch extrem lange dauert, um mal hin und her zu fliegen, ja. Aber es gehört halt mit dazu. Stromverbrauch 800% für 92 Minuten. Aber irgendwie wurde mir Strom aus der Basis gesaugt. Und das weiß ich nicht, weil eigentlich hatte ich ja genug drin. Das habe ich aber in der letzten Folge, glaube ich, geguckt. Aber irgendwie waren die Kühlschränke dann nicht an, oder? Weil die Basis war ja an. Sonst hätten ja die Kühlschränke auch nicht geleuchtet. So, was haben wir hier? Residence. Ich glaube aber, die sind freundlich, oder? Ja. Ich glaube, die haben wir sogar schon leer gemacht, ne? Ja, vielleicht haben wir Glück, dass auf dem Weg nach Hause jetzt noch irgendwo noch einen Promethium-Asteroiden finden. Metroiden. Ja, ist genauso, was ist der Unterschied? Ja, das meinte ich. Genau das meinte ich. Arschmann hier. Was ist der Unterschied zwischen einem Kosmonaut und einem Astronaut? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ja, was ist der Unterschied, ohne nachzugucken? Nachgucken kann ich alleine. Also mal davon abgesehen, dass ich die Antwort weiß. Aber wisst ihr es auch so? Was ist der Unterschied zwischen einem Kosmonaut und einem Astronaut? Satellite Wreck. Okay. Da ist so ein Glubschi wieder. Nö, ich will nicht ins Wasser. 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 Okay, jetzt sind wir fast am Rand schon. Aber das ging ja dann doch hier etwas entspannter, ja. Und so ging auch die Reise von 7 Kilometern hier ganz schnell über die Berge. Aber glücklicherweise bin ich da ein Stückchen rückwärts geflogen. Sonst wäre das vielleicht nicht so positiv abgegangen. Zaskosium haben wir hier noch, okay. Wreckage, da ist unsere Basis. Aber immer wenn der so rückelt, so hoch und runter geht, kriege ich immer tierste Panikattacke. So. Bäume, Bäume, Bäume. Ja, ist ja gut. Und ja, da kommen wir natürlich nicht durch. Wir hier hoch. Juhu. Ich sehe nichts. Jawollo. Alter, die Spinne ist ja auch gigantisch, ne? Lol. Holla die Waldfee. Guck mal da.
Homer, den können wir aber nicht abbauen. Ja, Hilfe schreit er. So, P, NWO, du darfst andocken. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz auf die Frachtbox hier zugreifen. Über P war das. Über P Geräte. Frachtbox Erze. Okay, haben wir denn doch so viel? Eine Riesenspinne, schreibt er. Ja. Wasser. Wasser für die Welt. Ist doch fair. Wo ist mein Gold? Ich hab mit Wasser bezahlt. Jo. Homer? Homer? Oma? Ach, da hinten. Ja. So. Ah ja, gleich geht wieder das hier Pumpe los hier. Dann wollen wir mal gucken, wo er das versteckt hat. Ach da! Oh. Licht aus. Lol. Ich bin vorhin durchs Schiff nichts gefunden. Ah ja. Promissum auch, Mensch. So, wollen wir mal gucken. Funk anmachen hier. Funk an. So, ich muss mal ganz kurz hier nochmal. Channel switched. User was moved to your channel. So. Oh, bin ich wieder gemoved. Genau, wurdest gemoved. Ja, nein, ich bin vorhin durch dein Schiff. Moin. Ich bin von hier gekommen. Ja. Warte mal. Hier. Von hier gekommen. Da, warum ist hier schon wieder Licht an? Hä? Ja, irgendwas blendet hier extrem. Aber ist egal. Also ich bin von hier gekommen und guckte so. Lalalalalala. Genau, so ist besser. Und guckte hier so. Guckte einmal raus. Und wunderte mich, wo ist denn, und hatte den Blickwinkel so ein bisschen hier so, guckte nach oben und sah die Box hier nicht. Und hab alle Kisten oben durchsucht und konnte nirgendwo drauf zugreifen. Naja, sollst du ja auch nicht. So, dann wollen wir mal gucken, der Homer, wie viel Tode hatten der? 17. Ja, ich hab gestern ein bisschen gemacht. Ja. Aber wir sind die geringsten. Außer. Gut, ich meine, hier hat einer 5 Abschüsse, aber der ist ja hier der Level 4. Ne? Das ist ja. Aber hier, Level 25, 203 Abschüsse, 17 Mal gestorben. Die anderen kenne ich alle gar nicht. Wolle, Novegon. Doch, Ralgar kenne ich. Na gut. Ja, jedenfalls, sogar Prometheum hat er uns belassen. Das ist natürlich. Optimal. Ich war nämlich gerade auf der Suche nach Prometheum, habe einen Asteroid gefunden. Und beim Abbauen auf einmal despawnte der. Also ganz komisch. Ja. Mal hier, ich geb dir was fürs Herz. Bitteschön. Habe ich schon eine Taschen voll.
Dann nicht. Nehme ich es wieder mit. Ah, zuerst beschweren und dann einstecken. Ja. Ja, das ist ja mal nett. Der Home hat uns besucht. Also danke fürs Gold, danke fürs Promethium. Mal deinen Dampfer fertig da. Ja, und dann kann ich hoffentlich bald meinen Dampfer bauen. Aber gut, ich glaube, das war's für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich beim großen Samenspender, Goldspender, Spender Homer. Ja. Ich spende nicht, ich mache meine Kinder selber. Und ja, wir sehen uns am Samstag wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.